An der Saale hellem Strande, die Moritzburg. Heute schönes Bauwerk, vor 500 Jahren hässliches Symbol. Denn frei und reichsunmittelbar wäre Halle im Mittelalter gern gewesen. Aber von hier aus hielten die Erzbischöfe die Stadt unter ihrer Fuchtel. Historie ist in beiden Teilen Deutschlands wieder zur Attraktion geworden. Nach Jahrzehnten der Fixierung an der Gegenwart öffnet sich der Blick wieder für die Geschichte. Der Dom, eine gotische Halle. Erzbischof Albrecht ließ sie reich ausgestalten. Unter anderem von Matthias Grünewald, der wohl wie kein anderer deutscher Maler menschliches Leiden darstellte und der 1528 in Halle starb. Die alte Saline, aus Solequellen Gewinn von Salz. Es war das Salz, das Halles Aufstieg zur Stadt beförderte. Ausrufezeichen. Der Rote Turm von 1506. Monument des Behauptungswillens der Bürgerschaft gegen den auf der Moritzburg residierenden Erzbischof. Dem Turm benachbart die Marktkirche. Der Roland. Zeichen der Rechtshoheit einer Stadt. Sie war dem Erzbischof ein Dorn im Auge. Erst besetzte er 1481 das unbotmäßige Halle. Danach kam der Roland auf dem Markt hinter einen Holzverschlag. Erinnerungen. Dazu gehört auch der Komponist Georg Friedrich Händel, 1685 in Halle geboren. Aber schon mit 18 Jahren kehrte er der Heimat den Rücken. Das rekonstruierte Vaterhaus des Komponisten. Halle, die Händelstadt. Die Universität. 1694 war Stiftungsfest. Da gab es noch kein zentrales Gebäude. Professoren lehrten in der Wohnung. Der Markt. Die Vorfahren der Hallenser hatten sich 1681 hier zu versammeln, um Kurfürst Friedrich Wilhelm I. zu huldigen. Erst wurde die sächsische Stadt brandenburgisch, danach preußisch. Um die fünf Türme, das Wahrzeichen, kreiste der Adler der Hohenzollern. Halle, preußische Provinz in Sachsen, auf die die Kursachsen etwas hochmütig herabsehen. Der Hallmarkt, Kirchtürme zeigen ins Mittelalter, als hier Salz gewonnen wurde. Unter dem Händel-Denkmal statt Hafer PS die elektrische. Damit ist Halle 1898 hochmodern in Deutschland. Die Innenstadt, eng und verwinkelt. Nochmal Händel und nochmal sein Geburtshaus in altem Zustand. Wundarzt war der Vater des Komponisten. Der Riebeckplatz. Halle wird größer. Eine Stadt in der Stadt. Die Schulen der Frankischen Stiftungen. 1898, 200-jähriges Bestehen. Der pietistische Theologe Franke, der Stifter. Erziehungsziel, tätiges Christentum. Arbeit und Nutzen. Der Esel mit Salzsäcken. Symbol der Stadt. Die Gerbersaale, Nebenarm vom Hauptfluss. Kein heller Strand, gelbes Wasser. Eingefärbt von Ableitungen des Handwerks. 28. Juli 1914. Krieg zwischen Österreich und Serbien. Die SPD will eine Verwicklung Deutschlands verhindern. Sie annonciert auch in Halle ihren Protest. Er ist vergeblich. Hauptbahnhof. Straßen und Plätze leeren sich. Einberufung. Die Züge in den Ersten Weltkrieg fahren ab. Ein Prosit auf den Sieg. Die Likörfabrik Otto Bremer hat für die Feldgrauen einen Waggon mit Einheizern gestiftet. (Musik) 1923. Die KPD marschiert. Friedenszeit, aber Krisenzeit. Die Inflation peinigt.
In Halle kostet ein Ei 900.000 Mark, ein Pfund Schweinefleisch 44 Millionen. Die extreme Linke versucht ebenso wie die extreme Rechte aus der Not politisches Kapital zu schlagen. Die Machtfrage wird in der Republik von Weimar gestellt. Die KPD sucht das Bündnis mit der SPD in Mitteldeutschland, um die Dinge in Berlin in die Hand nehmen zu können. Sowjetische Verhältnisse streben die Kommunisten an, die in Halle eine Kraft sind. Aber der revolutionäre Elan der Arbeiter ist erschöpft nach den blutigen Unruhen in der Stadt 1920 und 1921. Beruhigt ist Halle. Die Währung ist wieder stabil. Amerikanische Kredite sind nach Deutschland geflossen und bewirken ein Wirtschaftswunder. Aber auf Pump wird gelebt. Die Umgestaltung des engen Stadtkerns zu einer repräsentativen City ist geplant. Die Leipziger Straße soll verbreitert werden. Auf Boulevards soll die elektrische rollen. Aber die Hauseigentümer, mit einem Übergewicht im Stadtrat, versuchen den Fortschritt zu blockieren. Gegen das Bewahren ererbter Strukturen führt Oberbürgermeister Riewe, gleichsam als militanter Roland, einen erfolgreichen Kampf. Das alte Rathaus. Das Denkmal Händels, des Wahlengländers. Warum bedarf deutscher Genius zur Entfaltung so häufig der Fremde? Was vertreibt ihn? Kein Trödel, Straßen am Trödel. Hallenser Antiquitäten. Das Theater, 1886 eröffnet, mit Schillers Wallenstein. Der Feldherr hatte 1625 im Dreißigjährigen Krieg Halle geplündert. Der Dom, Frühgotik und frühe Renaissance. Die Universität. Hier lehrte unter anderem der Mathematiker Georg Cantor, der Begründer der Mengenlehre. Der Markt. Die überlieferte Struktur der Straßen und Plätze hat sich erhalten. Nicht mehr mit Salz, Stärke und Tuch wird in großem Stil gehandelt. Die Landwirtschaft der fruchtbaren Umgebung bestückt jetzt den Markt. Das waren noch Zeiten, als das Ausschenken von Bier und Wein Privileg der Stadtväter war, die mit der Trinklust der Bürger die Hallenser Kasse füllten. Davon kann der Rat nun nur noch träumen. Belustigung und Kommerz im Korso auf der Saale. Schlusspunkt Walhalla, die deutsche Ruhmeshalle. Nach deutschem Ruhm sehnsüchtig und im Block gegen die Weimarer Republik. Die Rechte marschiert 1924 zum Deutschen Tag auf. Ernst Thälmann, Chef der KPD. 1927 Einweihung eines Denkmals für die sogenannten Märzgefallenen von 1921. In diesem Jahr hatten die Kommunisten ihre Anhänger in Halle-Merseburg bewaffnet. Unter Moskauer Regie wollten sie die Revolution. Preußens Sozialdemokraten fielen ihnen in den Arm. Keine Partei, eine Zunft. In traditioneller Tracht die Halloren, die Männer aus den Salzwerken. Der Hallore im Dienst. Aus einem 40 Meter tiefen Brunnenschacht kommt die Sohle, das salzhaltige Wasser. Die alte Maschinerie. Beim Sieden der Sohle, Schaum wird mit Handkrücken entfernt. Salz, weißes Gold für Halle über Jahrhunderte. 140.000 Zentner Jahresproduktion.
Deutsche Woche in Halle. Ihr Motto lautet: Deutsche kauft deutsche Waren. Esst deutschen Honig. Wie kann der Import ausländischer Waren gedrosselt und die Ausfuhr eigener Erzeugnisse gesteigert werden? Das ist die Hauptfrage der Wirtschaftspolitik. Und an ihr entzündet sich der Parteienstreit im Zeichen von Millionen Arbeitslosen. In Patriotismus wird appelliert. Deutscher sei stolz, verwende deutsches Holz. Die Komik des Reimes entspringt der Not. Vom Hafer PS zu motorisierten Pferdestärken. Halle zeigt auf sein Benzin. Hydriert von den Leunawerken. Der neue Framo-Lieferwagen mit DKW-Motor stellt sich vor. Hausfrauenvereine wenden sich in großen Veranstaltungen an die breite Öffentlichkeit. Aber auch ihr Einreihen in die nationale Front kann nicht mithelfen, die Wirtschaft aus der Krise zu führen. Burg Giebichenstein. Unterkunft der Kunstgewerbeschule. 1915 wurde sie gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg zog sie auf die Burg. Kunst nicht mehr elitär. Diese Idee bildet Schulen. Im Bauhaus vor allem, das nahe bei Halle in Dessau arbeitet und Giebichenstein beeinflusst. Die Künstler gemeinsam arbeitend im schöpferischen Kollektiv. Dieses Prinzip bringt der Bildhauer Gerhard Marx vom Bauhaus mit. Die Trennung von Kunst und Handwerk soll beseitigt werden. Kunst ist Handwerk und Handwerk ist Kunst. Auch in der Massenproduktion soll sich der neue Stil ausdrücken. Ohne Schnörkel, praktisch funktionell. Und wie im Bauhaus, so auch in der Kunstgewerbeschule Giebichenstein. Keine Abgrenzung mehr zwischen den Sparten. Die Weberei gehört ebenso zum Kunsthandwerk wie die Fotografie oder der Ausdruckstanz. Tierplastiken von Gerhard Marx an der Saalebrücke in Kröllwitz. 1933 werfen ihn die Nazis als entartet aus dem Lehramt. Die Hitlerjugend. Die Machtdemonstration wird mit einem Aufruf zum Judenboykott verbunden. Die Fahne vors Rathaus, die Stadt unter dem Hakenkreuz. Im Kreis Halle-Merseburg, dem einst kommunistisch bestimmten, offenbart sich Anfälligkeit für Hitlers Ideologie. Bei der Märzwahl 1933 haben die Nazis hier nicht ein schlechtes Ergebnis wie in Hamburg und in Berlin erzielt, sondern ein mittelgutes. Die Hitlerjugend. Noch ist sie nicht die Staatsjugend. Zur Pflicht für alle zwischen 10 und 18 Jahren wird sie erst 1936. Aber über Mangel an Zulauf braucht sie sich schon 1933 nicht zu beklagen. Einer, der hier mitmarschierte, erzählt: Es war eine echte Begeisterung. Wir waren des Parteiengezänks, der Straßenschlachten müde. Wir wollten eine neue Ordnung und glaubten an einen nationalen Sozialismus. Aus der Rückschau ist alles ganz einfach, gut und böse. Aber wenn man mittendrin steht in einer Masse, die beseelt ist von einer Idee, dann fällt es schwer, der Suggestion und Manipulation nicht zu erliegen. Uniform. Nicht nur im Kleide, sondern auch im Geiste. Das will Hitler. Auslöschen der Persönlichkeit, einbinden in eine Hierarchie. Scheiterhaufen. 12. März 1933 auf dem Universitätsplatz. Bücherverbrennung als Schauspiel. Zwei Tage zuvor hat Propagandaminister Goebbels in Berlin die Premiere mit dem Ruf gefeiert: Es ist eine Lust zu leben. Lebenslust, die aus der Vernichtung resultiert. Deutsche Literatur, die die Nazis als Schmutz und Schund zu brandmarken versuchen.
deutscher Geist als weltbürgerlich-jüdisch-bolschewistisch zur Strecke gebracht. Zu dieser Veranstaltung ist keiner befohlen. Alle, die hier stehen, stehen freiwillig. Wo man Bücher verbrennt, dort verbrennt man am Ende auch Menschen. Heinrich Heines Prophezeiung 100 Jahre zuvor ausgesprochen, sie wird Wirklichkeit. Hitler hat seine Partei zur einzig Legalen erklärt. Ein Mitgliedsbuch sichert und verschafft Funktion und verspricht materiellen Gewinn. Zwischen Januar und Mai 1933 schnellt die Zahl der Parteigenossen von 850.000 auf 1,6 Millionen im Reich. Im NS-Propagandafilm wird gewarnt: Neue Bestimmung, Vollmitglied erst nach 2 Jahren. Beitrag ist trotzdem zu zahlen. Die Motor-SA kommt zu Besuch. In Hitlers Sturmabteilung waren viele Erwerbslose eingerückt. Denn es gab nicht nur die Uniform, es gab auch Unterstützung. Nun sind die Männer etabliert und sie werden plötzlich geachtet. Auch von denen, die vorher auf sie herabschauten. Leuna-Werke. 1916 als Ammoniakwerk Merseburg entstanden, Produzent synthetischen Stickstoffs. Inzwischen wird Benzin aus der Braunkohle hydriert, die in riesigen Mengen in der Umgebung lagert. Vor der Besichtigung die Front abschreiten. Wie der Führer mit der Hand am Koppel. Leuna, deutsches Benzin. Das Werk rüstungswichtig. Man ist sich einig, mit dem Benzin rollt nicht nur die Motor-SA, es könnte auch die Räder für den Krieg drehen. Die Hallenser Türme über der Saale. Es gibt eine Gaufilmstelle der Nazi-Partei in der Stadt. Und wenn irgendwo ein Hakenkreuz prangt, wird die Kamera gezückt und Zelluloid belichtet. Minutiös dokumentiert man, was gezeigt werden soll. So erscheint Halle als ein einziges tiefbraunes Haus. Solche Bilder sollen propagieren: In Halle und überall mit dem Führer ein Herz und eine Seele. Auch Propaganda. Am 20. Juni 1933 erster Transport von politischen Gegnern der Nazis aus Halle ins Konzentrationslager Lichtburg. Hitler hat den Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 zum Vorwand genommen, um pauschal die Grund- und Verfassungsrechte außer Kraft zu setzen. Die Aufnahmen sollen Normalität vortäuschen. Eine Reaktion auf Proteste aus dem Ausland gegen Mord und Misshandlung. Jubel für den neuen Ehrenbürger von Halle, Hermann Göring, Preußens Ministerpräsident und Reichsminister der Luftfahrt. Als er die Verfolgungen nach dem Reichstagsbrand organisierte, erklärte er: Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur auszurotten, weiter nichts. Gewissenlos, brutal, verschlagen, eitel, trotzdem populär. Kreuz und Hakenkreuz als Einheit. Friedrich Peter, Landesbischof und Nationalsozialist. Mit an der Spitze der dem Führer ergebenen deutschen Christen. Verlautbarung: Der Staat Adolf Hitlers ruft nach der Kirche. Die Kirche hat den Ruf zu hören. Helfeshelfer im Talar bei der vom Diktator verlangten Gleichschaltung und Arisierung. Von Kanzeln hören die Gläubigen die Botschaft vom Führerprinzip. Aber es gibt bereits den Widerstand zur Verteidigung des Evangeliums, die bekennende Kirche. Musik.
mit seinen Blumenständen. Hallenser Alltag im Dritten Reich, Mitte der 30er Jahre. Altes Rathaus. Die Leipziger Straße mit Leipziger Turm. Das Theater. Die Universität. Unliebsame und unbequeme Professoren hat das neue Regime vertrieben. Für die meisten Hallenser scheint zwar nicht alles, doch vieles beim Alten geblieben zu sein. Ein paar Übergriffe, ja. Aber es gibt doch auch anständige Nazis. Sogar Juden in der Stadt glauben an Normalisierung nach anfänglicher Turbulenz. Hallenser sind auf den Beinen, als 1936 die Panzerabwehrabteilung Nummer 14 einen neuen Kasernenbau bezieht. Quartier wird gebraucht. Denn seit 1935 gilt die allgemeine Wehrpflicht. Die Kasernen in der Stadt wurden erweitert, die Heeres- und Luftnachrichtenschule an der Heide eingerichtet. Ein Spektakel für die Leute vor dem Rathaus. Deutschland wieder in Wehr und Waffen. Nicht mehr bloß eine 100.000-Mann-Armee wie in der Weimarer Republik. Gleichberechtigt mit den anderen in Europa. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Krieg? Der ist zu diesem Zeitpunkt nur für Hitler und die Seinen eine Gewissheit. Diese offene Staatskarosse signalisiert Macht im Gau Halle-Merseburg. Gauleiter Rudolf Jordan inspiziert die Maschinenfabrik Marfa. Jordan in der Mitte. Der oberste Parteifunktionär in der Region. Ein ehemaliger Volksschullehrer. Aus diesem Beruf kommen viele der Gauleiter Hitlers. Jordan, ein alter Kämpfer. NSDAP-Mitgliedsnummer 4871. Hitler hält an den Parteigenossen der ersten Stunde, die seinen Aufstieg begleiteten, fest. Sie werden belohnt. Jordan wird zum Reichsstatthalter für die Länder Braunschweig und Sachsen-Anhalt gemacht. Umsetzer der Richtlinien der Politik, die der Führer in Berlin vorzeichnet. Karriere. Vom Reichsredner der Nazi-Partei in den 20er Jahren zum Reichsstatthalter. Hitler. Nicht nur die Weltanschauung, auch die Kriegswirtschaft hat Jordan zu dirigieren. Kinder, verschleppt aus der Sowjetunion. In der Kriegsindustrie müssen sie arbeiten. In umfangreichen Produktionsanlagen wird Buna, der künstliche Gummi, hergestellt. Die weiße, zähe Flüssigkeit wird in einem komplizierten Verfahren aus Kalk und Kohle gewonnen. Aus ihr entsteht in der weiteren Verarbeitung das kostbare Buna. Buna ist eine deutsche Erfindung. Es hat sich ausgezeichnet bewährt, denn es ist wesentlich strapazierfähiger und dauerhafter als der natürliche Gummi. Rohstoffe nach Möglichkeit nicht mehr aus dem Ausland beziehen, sondern einheimischen Ersatz schaffen. Darauf sind die Nazis aus. Sie haben den geplanten Krieg im Auge. Wer auf Importe angewiesen ist, dem kann beim Waffengang mit Lieferstopp in den Arm gefallen werden. Dagegen möchte sich Hitler wappnen. Auf Hochtouren wird produziert. Die Armee braucht viele Buna-Reifen. Arbeiter und Industrielle in einem Boot. Sie verdienen beide an der Rüstung. Volle Lager? Der Absatz ist garantiert. Deutschland rollt in den Krieg. Hydrieranlagen der Leunawerke. Ziel konzentrierter Bombenangriffe. Nach schweren Zerstörungen geht die Benzinerzeugung rapide zurück. Zeitweise wird sie völlig lahmgelegt. Die Armee ist davon unmittelbar betroffen. Die Flugzeuge und die motorisierten Einheiten haben nicht mehr genug Treibstoff. Nicht die Flächenbombardements auf die Städte blockieren Hitlers Kriegsmaschinerie, sehr wohl aber die Vernichtung von Industrieanlagen. Sie ebnet dem Gegner den Weg. Amerikanische Panzer stoßen gen Osten vor.
Noch 23 Kilometer bis Halle. Die Streitkräfte von General Eisenhower treffen auf keinen nennenswerten Widerstand. Weiße Fahnen zum Zeichen der Kapitulation. Die Menschen sind froh, dass die Amerikaner und nicht die Russen kommen. Noch wissen sie nichts von der Festlegung der Sieger, wonach ihre Region zur sowjetischen Besatzungszone gehört. Noch ist Krieg. Noch befiehlt Hitler. Kampf bis zum letzten Blutstropfen. Das Elend von heute, die Parole von gestern. Gefangenschaft. Filmaufnahmen amerikanischer Kriegsberichterstatter. Im Vorfeld von Halle, Sieger. Ein Plakat, von Antifaschisten in Halle gedruckt. Aufruf gegen sinnlosen Widerstand. Halle wird gerettet. Die Stadt hat zwar schwere Einzelschäden durch Luftangriffe erlitten, dennoch ist sie 1945 die am besten erhaltene Großstadt in Deutschland. Die Menschen sind hier nicht ganz so schlimm vom Krieg gebeutelt worden wie andernorts. Sie erwarten den Vorbeimarsch der Amerikaner. Im Hintergrund Abtransport gefangener deutscher Soldaten. Bert Brecht schreibt den Nachgeborenen ins Stammbuch: Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Die Universität. Die Amerikaner ernennen Professor Theodor Lieser zum neuen Oberbürgermeister. Ein Hallenser erinnert sich: Wir Kinder machten uns gleich an die Amis ran. Wir Kleinen bettelten um Kaugummi, die schon etwas Größeren um eine Zigarette. Von der weißen Fahne zur roten Fahne. 1. Juli 1945. Die Russen kommen. Mit den Amerikanern zieht mancher Deutsche ab, der von der neuen Besatzung nichts Gutes zu gewärtigen hat. Wohnungen sind zerstört. Die Besatzung hat Häuser beschlagnahmt. Einheimische, Evakuierte und Flüchtlinge suchen eine Bleibe oder sind auf engen Raum verwiesen. Frauen. Sie hatten schon im Krieg die Hauptlast zu tragen. Nun schleppen sie die Bürde des Nachkriegs. Werden es Steine für ein neues, besseres Fundament sein? In Halle, in Deutschland? In Halle-Merseburg war die KPD bis zum Aufstieg des Nationalsozialismus die stärkste Partei gewesen. 6. April 1946 auf dem Hallmarkt. Die Vereinigung von KPD und SPD zur SED ist beschlossen. Mit feierlichem Ernst, mit leidenschaftlicher Spannung verfolgen die Massen die Übertragung aus dem Saal, in welche ihre Delegierten über die Einigung beraten. Und unterdessen trifft mit der Nachricht der vollzogenen Vereinigung Stafette um Stafette ein. Aus Kreis Bitterfeld, Torgau, Wittenberg. Aus Quedlinburg, Kreis Magdeburg, Stendal, Zeitz und Schweinitz. Aus Kreis Sangerhausen und den anderen größeren und kleineren Städten. Bis endlich Genosse Walter Ulbricht die mit tosendem Jubel aufgenommene Botschaft verkünden kann: Die Einigung ist Wirklichkeit geworden. Sozialdemokraten, die sich gegen die Vereinigung mit der KPD stemmten, unterlagen. Gedenkveranstaltung für die Opfer des Faschismus.
Viele Sozialdemokraten drängt die Erfahrung unter den Nazis zur Aktionseinheit mit den Kommunisten. Das gemeinsame Leiden in den Konzentrationslagern führt sie zusammen. Abgeordnete auf dem Weg zur ersten Sitzung des Landtages von Sachsen-Anhalt. Halle ist Hauptstadt geworden. Alterspräsident Delius legitimiert die Versammlung zu ihren ersten bedeutungsvollen Entschlüssen. Eine Erklärung aller Fraktionen zur Einheit Deutschlands. Generalmajor Sidorow, der Beauftragte der SMA, ermahnte die Abgeordneten zur Zusammenarbeit. Denn diese bildet die Voraussetzung für eine Lösung der schweren Aufgaben, die vor ihnen liegen. Der Landtag bezeichnet sich bewusst als eine Übergangsform des demokratischen staatlichen Aufbaus. Die SED-Zeitung rotiert. Die Einheitspartei versucht, sich mit Aktionen populär zu machen. Denn die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 8. September 1946 steht bevor. Die Mehrheit der Hallenser erteilt der SED eine Abfuhr. Mit nur 29 Sitzen wird sie vom bürgerlichen Lager mit LDP und CDU, zusammen 40 Sitze, weit überflügelt. Nicht nur ehemalige NSDAP-Parteigenossen, die hier mitarbeiten müssen, haben dieses Resultat bewirkt. Auch viele Arbeiter verweigerten der SED ihre Stimme. 1947. Kurzarbeit. Energie und Rohstoffe fehlen. Außerdem demontiert die Sowjetunion Anlagen als Reparation, darunter das zweite Gleis der Eisenbahn. Delegationen von 17 Hochschulen der Ostzone sowie zahlreiche Gäste aus den anderen Zonen Deutschlands kamen zum ersten Kongress unserer Universitäten nach Halle. Die Reform des Universitätswesens hat in unserer Zone bereits begonnen. Das Studium der begabten Angehörigen aller Bildungsschichten gehört zu den Errungenschaften einer fortschrittlichen Weltanschauung. Zahlenmäßig sind es noch wenige. Sie müssen durch ihre Leistungen das Bildungsprivileg endgültig besiegen. 1949. Halle eingefügt in den Rahmen der soeben gegründeten DDR. Aktivisten werden gesucht, aber die Arbeiter bleiben in Reserve, auch wenn ihr Werk jetzt als volkseigen deklariert wird. Für die SED ist die Region Halle ein schwieriges Pflaster. Das erweist sich beim Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953, als Streikkomitees zeitweilig die Macht in der Stadt übernehmen und Umsturz nur mit Waffengewalt verhindert werden kann. Davon war die alte Arbeiterbewegung beseelt gewesen. Die Gegenwart wird mit dem Ideal verglichen. Was ist die Bilanz? Halle in Wartestellung. Eine sozialistische Menschengemeinschaft. Aus der Schlange in die Menge auf den Markt. Teilnahme ist Pflicht. Gefeiert wird der 10. Jahrestag der Republik. 1959. 200. Todestag des aus Halle gebürtigen Georg Friedrich Händel. Das Geburtshaus. Das Porträt des Komponisten. Aus der Enge Halles mit 18 Jahren Aufbruch nach Hamburg. Als Erfolgskomponist in England. Film verzerrt. Sonst müsste man meinen, durch die Zeiten sei der Formationsmarsch die übliche Hallenser Gangart. Im Gleichschritt. Zuerst kommt die Volksarmee mit einem wichtigen Kranz für Händel. Aber bei dem einen bleibt es nicht, denn es ist eine Staatsfeier. Nach der Armee die jungen Pioniere von der Ernst-Thälmann-Schule. Noch einen Kranz vors Denkmal. Die vielen schönen Blumen. In den Geschäften sind sie Mangelware. Kranzschleifen von nah und fern. Aus England, wo Händel 1759 starb, ist es in diesen Tagen einfacher, nach Halle zu kommen, als aus dem Westen Deutschlands. Das kulturelle Erbe, keine Brücke, sondern Mittel zur Abgrenzung. Unser Händel. Halleluja für die Freiheit. Aber Freiheit, das ist nur ein Titel, der SED-Zeitung von Halle nämlich.
nach 1000 Jahren. Das Kollektiv dieser Verkaufsstelle steht im sozialistischen Wettbewerb in der Bewegung der freundlichen Bedienung. Spruchbänder vom Fließband. Selbstbefriedigung für die Propagandisten. Halle planlos und unkämpferisch auf der Bank. Halle ist sächsisch geblieben, auch wenn es über Jahrhunderte unter preußischer Regie gestanden hat. Sächsisch, das bedeutet, sich durch Einengung nicht den Blick verstellen lassen und mit Elastizität Unbill abfedern. Sprengung. Der Thälmannplatz, der ehemalige Riebeckplatz, wird umgestaltet. Kraftfahrer meide Alkohol und den Thälmannplatz, hatte es früher geheißen. Kein Nadelöhr ist der Platz mehr, aber ist er schöner geworden? Der Verkehr läuft auf drei Ebenen. Es gehört zu den Merkmalen unserer Zeit in Ost und West. Wir können keine Plätze bauen, weil nicht der Mensch, sondern die Maschine das Maß bestimmt. Das Monument der revolutionären Arbeiterbewegung. Friedrich Weineck hieß er, vom Spielmannszug des Rotfrontkämpferbundes 1925 nach einem Zusammenstoß mit der Polizei gestorben. Noch ein Monument, Flamme der Revolution. Modernes Halle, verkehrsgerecht. In Sichtweite strenge Schönheit. Barock, das Hauptgebäude der frankischen Stiftungen. Im Giebel der Spruch, die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Rokoko. Der Fachwerkbau ist mit Stuckdekorationen besetzt. In Halle hat man früher als in anderen Städten der DDR damit begonnen, überkommene Baudenkmäler in ihrer Substanz zu erhalten und zu restaurieren. Aber es mangelt an Geld, Material und an handwerklicher Fähigkeit, um nicht nur einzeln, sondern umfassend zu bewahren. Das Riesenhaus mit seinem Barockportal. Auf 1697 wird das Gebäude datiert. Die große Ulrichstraße, eine der alten Einkaufsstraßen, auf mittelalterlichem Grundriss entstanden. Das Rundhaus. Wer heute nach langer Zeit der Abwesenheit Halle besucht, hat keine Schwierigkeit, sich zurechtzufinden. Die Innenstadt ist in ihrer Struktur weitgehend erhalten. Wie ein Lindwurm muss sich die Bahn schlängeln. Die dichte, geschlossene Bebauung weist ins 19. Jahrhundert. Die Ulrichkirche, heute Konzerthalle. Die ehemalige Leipziger Straße, jetzt dem tschechoslowakischen Kommunisten Klement Gottwald gewidmet. Seit 1975 eine Fußgängerzone. Boulevard, sagen die Bürger dazu. Und sie genießen unbehinderten Auslauf. Es wurde restauriert, aber auch abgerissen. In dieser Beziehung unterscheidet sich Halle nicht von westdeutschen Städten. Das Empfinden für das Exklusive aus der Vergangenheit ist jungen Datums. Hallenser, Halloren, Halunken. Die Bewohner zitieren selbst diesen Spott. Nicht ohne Koketterie. Denn das Halunkenhafte ist für sie gleichbedeutend mit Tüchtigkeit. Und die kann den Hallensern auch keiner bestreiten. Geistige Beweglichkeit paart sich mit Realitätssinn. Fantasie schäumt nicht über. Eine Bedächtigkeit ist eigen. Was andere als Zaudern interpretieren, ist nur abwarten, bis eine Situation herangereift ist. Das Preußische in den Hallensern, nicht schnell schießen, dann aber gründlich. Mentalität ist Produkt einer langen Geschichte. Halle ist seit 1952 Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks mit insgesamt knapp 2 Millionen Einwohnern. Dreh- und Angelpunkt für eine Konzentration der chemischen Industrie der DDR zwischen Bitterfeld und Merseburg. Die Verbindungsstraßen nach Halle-Neustadt.
das Quartier vom Reißbrett für die Chemiearbeiter von Leuna und Buna. Lieber so behaust als unbehaust, sagten sich die Werktätigen. Denn noch 1978 machten die vor 1919 gebauten Wohnungen in Halle über die Hälfte des Bestandes aus. Aber das Errichten solcher Trabantenstädte auf grüner Wiese ist ein teures Unternehmen. Viel teurer als das Sanieren alter Substanz. Denn zu den Häusern müssen Straßen, Freizeiteinrichtungen, Kindergärten, Geschäfte und Verkehrsverbindungen gebaut werden. All das, was in den alten Städten vorhanden ist. Solchen Aufwand kann sich die DDR nicht mehr leisten. Halle Neustadt. Das ist Architektur von gestern, nicht von morgen. Denn der Mensch ist kein Typ, nicht uniform, sondern ein Individuum.